jetzt den Hörer hochnehmen und jetzt bitte wählen. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Die Endziffer, die Ihnen am besten gefiel. Alles klar? Dieter, ja, ich muss ich da mal unterbrechen. Ganz ja, kurz. Aber gerne. Das ist mein Regisseur, unser Regisseur Pitt Weyrich spricht. Spreche. Ah. Ach. Da kann ich Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, das letzte Mal, 10 Minuten vor der Sendung, sagte mir der Kollege Rolf Elsholz von der Technik, Dieter, bleibe ganz ruhig, es kann passieren, dass Ted im Eimer ist. Und was machen wir dann? Und das wissen wir auch nicht. Aber wir machen was ganz Einfaches. Wir haben natürlich nach diesem letzten Mal, im letzten Augenblick klappte das dann. Im letzten Augenblick haben wir Herrn Denninger gehört und er sagte, es ist alles wieder in Ordnung. Ich habe das Ding im letzten Augenblick wieder repariert, aber nun scheint es heute nicht mehr reparabel zu sein. Also haben wir für diesen Notfall natürlich eine Adresse eingeblendet, die ich Ihnen gleich geben werde. Ihnen speziell, liebe TED-Mitspieler. Allen anderen möchte ich sagen, Mogeln nützt da gar nichts. Da schreibe ich jetzt auch hin an die Adresse, wäre völliger Unsinn. Denn wir haben natürlich die Durchschläge von dem Meinungsforschungsinstitut und wissen genau, wer dabei war und wer nicht dabei war. Sie haben die jeweilige Endziffer, nicht? Die haben Sie und die schreiben Sie auf. Und wenn ich jetzt einmal bitten darf, ich sehe es hier unten nicht, die Anschrift, Pitt, ich frage dich ganz einfach, Pitt, haben wir die Anschrift? Die ist schon rübergeblendet. Die ist schon rübergeblendet. Also hier so irgendwo war die gerade eben, ich sehe es natürlich von hier aus nicht, nicht, weil ich hier so schlecht gucken kann, es liegt ja auch keiner drauf, sonst wird er übergeblendet, wie es so schön heißt. An die Adresse schicken Sie Endziffer 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Wenn ich nun einmal bitten dürfte, mir eine Uhr zu zeigen, es sind alle Kameras davor, ich gehe einfach hier rum und gucke darüber. Jetzt kann ich gucken, prima. Ach, wir haben ja ungeheuer Zeit. Manfred, das ist der Kollege von der Kamera 1, geh mal hier mit rüber. Jetzt gehe ich einmal zum Publikum, wenn wir endlich mal, das ist ja ein tolles Gefühl, keiner hetzt mich. Gehen Sie ein bisschen weiter rüber. Hat Sie Spaß gemacht? Ja. Ja, was gefiel Ihnen? Ah, nee, das dürfen Sie ja nicht sagen, was Ihnen am besten gefiel. Dann wäre das ja Beeinflussung, der TED-Mitspieler. Ich frage mal generell, wir haben eine neue deutsche Welle, die sehr erfolgreich ist. Macht Ihnen das Spaß? Ja. Das finde ich doch prima. Jetzt gehe ich mal zur Hitparaden-Oma. Die ist nämlich immer noch da, auch wenn viele Zuschauer gesagt haben, wo ist denn die Omi geblieben? Da ist sie. Omi, Frau Zölle, ich komme mal so auf die Kante und sage ganz einfach mal, wie gefällt denn einer Dame in ihrem Alter die neue deutsche Welle? Ach, da gewöhnt man sich auch dran, wenn es um steigt. Also ich kann nur eines sagen, wenn die Oma nicht Hitparaden-Oma geworden wäre, sie hätte auch in die Politik gehen können, nicht? Das war eine Antwort. Die war so nach allen Seiten hin offen. Aber es macht Spaß, nicht? Ist mal was anderes. Und gehört natürlich in eine deutsche Hitparade rein, nicht? Ja, es ist mein Leben sowieso. Ich brauche alles sowas. Alles sowas? Also hohe Berge und Schickeria, alles zusammen. Und Sommersprossen hat sie auch. Wenn sie jetzt noch Uschi heißen würde, würde ich sagen, Uschi macht keinen Quatsch. Omi. Bleiben Sie gesund, kommen Sie oft wieder, wir freuen uns drüber. Ich gehe mal ein bisschen hier oben weiter rauf, komm mal hier hin. Ja, zu Ihnen, wie heißen Sie denn? Hinz. Hinz? Ich heiße Dieter. Und wie heißen Sie bitte vorne? Anita. Anita? Hat der Costa extra für Sie gesungen damals, nicht? Anita. Hat es Ihnen Spaß gemacht? Ja, sehr gut. Sie kommen aus Berlin? Ja. Wer kommt denn nicht aus Berlin? Ja. Aha, hier gehe ich doch einmal da oben rauf. Das ist ein völlig neues Hitparadengefühl. Wir haben Zeit. Sie kommen von wo? Von Schöningen. Von Schöningen. Und Sie? Bielefeld. Aus Bielefeld. Bielefeld hat gerade Fußball verloren, nicht? Ja. Ja, hat gerade verloren. Übrigens, eins muss ich ganz schnell noch sagen, meine Damen und Herren. Sie alle wissen, ein großer Hit, der in dieser Sendung entstand, hieß Santa Maria. Und Santa Maria drücken wir heute Abend die Daumen. Und für Nicht-Fußballfans kann ich nur sagen, Santa Maria ist der spanische Derwall. Nee, die müssen heute Abend... Wir müssen heute Abend gewinnen, sonst ist der Ofen aus, nicht? Kommen Sie aus Berlin? Dieter? Ja? Können wir den Schnelldurchlauf nochmal schnell machen für die Zuschauer zu Hause, die dann mit Briefwahl das Ganze gestalten müssen? Ach, du meinst, die haben den nicht gehört? Ja, wir können doch wiederholen. Wir wiederholen ihn nochmal. Ja. Haben wir die Zeit? Jetzt haben die oben gesagt, jetzt hat er endlich mal Zeit zu bringen, das soll er sich ja nicht angewöhnen.
Das ist vielleicht böse. Also bitte, wenn mein Herr Redakteur es wünscht, haben wir selbstverständlich ganz schnell und mein Herr Regisseur den Schnelldurchlauf. So, heute Abend scheint es mit der Zeit ein bisschen eng zu werden. Also, liebe Ted-Mitspieler, wählen Sie bitte jetzt. Jetzt bin ich hier hinten in der Fieberecke, so könnte man das fast nennen. Hier zittern jetzt die Kollegen, Sie zu Hause sicherlich auch, liebe Zuschauer. Und ich hoffe, dass wir das Ergebnis noch durchbekommen. Den ersten Platz zum Singen werden wir heute Abend ganz sicher nicht mehr bekommen. Sie schauen auf die Uhr, 20.15 Uhr und 31 Sekunden. Aber das Endergebnis, das kommt auf jeden Fall noch aus dieser Stadt Berlin. Sie merken, dass die Balken sich nach vorne schieben, sich langsam bewegen. Lasst mir hinten das Bild ein bisschen deutlicher, sonst kann ich es hier nicht erkennen. Dankeschön, lieber Ewald Burecke. Das ist ganz eng zusammen. Zurzeit ist Spider-Murphy ein bisschen vor Howard, aber gefolgt von Juliane Verdi und Roger Whittaker gleich auf. Wenn ich das hier sehe, das liegt ganz eng zusammen, Kinder. Howard, Spider, Juliane, Roger Whittaker. Dahinter Tommy Steiner, Geier Sturzflug. Jetzt ebenfalls ein bisschen nach vorne rückt. Im Moment sieht dieser Balken, hat wieder einer was Neues ausgedacht, ein bisschen verändert, ein bisschen anders aus. Liebe Kollegen in Wiesbaden, lassen Sie uns die Zeit bitte. Schalten Sie uns bitte nicht runter. Man muss wenigstens das Endergebnis zu Ende bekommen. Es lag an mir. Ich bitte bereits jetzt um Verzeihung. Wieso ist jetzt oben der rote Balken bei Howard ganz weg? Ist er rausgerutscht aus der anderen Seite des Fernsehapparates oder woran liegt das? Es wäre schön, wenn ich jetzt das Endergebnis hier unten einmal haben könnte. Wir haben nämlich nichts mehr gesehen. Ewald Burecke, einmal das Endergebnis netterweise, damit wir das sehen können, was jetzt prozentual kommt. Zurzeit flackert das alles. Was sich da tut, das scheint, wenn netterweise mich der liebe Kollege Klaus Weising jetzt hier unten nicht im Stich lässt, sondern sagt, ist dies eine Panne in Wiesbaden? Ich habe keine Sprechverbindung zu Herrn Denninger. Das scheint eine Panne zu sein, ich weiß nicht. Bitte, wir haben eine Panne. Der Vierte hat gewonnen, das kann nicht angehen, denn Tommy Steiner blinkt ja hier und liegt weiter zurück als Howard und Howard ist ganz weggefallen. Ich entscheide jetzt einmal ganz kurz von hier, damit wir heute Abend nicht zu weit in Verzug geraten mit dem aktuellen Sportstudio und allen nachfolgenden Sendungen und sage ganz einfach, schreiben Sie bitte, bitte, was war das jetzt? 26,7% für wen? Das war hier unten nicht ersichtlich. Ewald, lass uns jetzt ganz kurz von hier entscheiden. Ich bleibe jetzt dabei, was ich eben gesagt habe. Liebe Ted-Mitspieler, schreiben Sie uns, hier scheint eine Panne gewesen zu sein. Ganz einfach ans ZDF, Kennwort Hitparade 65 Mainz 500. Schreiben Sie uns die jeweilige Stimmzahl dazu, schreiben Sie uns die jeweilige Startnummer dazu. Hier war eine Panne. Und das war aus Berlin zum 174. Mal Ihre Hitparade. Wir bitten um Verzeihung, dass das Ganze ein bisschen später wurde. Kamera Karl-Heinz Hinzmann, Harry Bell und Jürgen Bischoff und Ingo Volk und Martin Herden. Bildschnitt Ulrike Zimmer, technische Leitung Ralf Grobecker, Bildtechnik Bernd Lüdke, Ton Dieter Miklai, Szenenbild Joachim Tschetschenga, Produktion Ernest Jensen, die Redaktion hatte Klaus Weising, die Regie, Ewald Burecke, guten Abend und auf Wiedersehen. Das ist Michael Westphal. Und jetzt, liebe Fernsehzuschauer, sind Sie alle ganz gespannt, was Ted sagt. Und ich werde jetzt das Telefon abnehmen. Das rote Telefon ist nicht Ronald aus Amerika dran, sondern Herr Denninger in Mainz. Und der wird uns leider ganz Trauriges mitteilen. Tag, Herr Denninger. Guten Abend, Herr Wormt. Ja, ich muss Ihnen leider was Trauriges mitteilen. Wir haben leider keine Anrufe reinbekommen. Ja. Sie sind irgendwo hier in unserem Gerät stecken geblieben, das heißt vor dem Gerät stecken geblieben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt überall verstanden wurde. Herr Denninger, ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte schön. Sie können ja nichts dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Bis nächsten Monat. Ja. Der Arme sitzt vor einem Computer, der nicht mehr funktioniert, weil er kaputt ist. Es tut mir leid, wir haben 7 Sieger. Wir können jetzt auf ein Lied einigen und es alle gemeinsam singen. Also, wir müssen uns verabschieden und zwar... Eins möchte ich ganz schnell sagen, den TED-Mitspielern. Sie haben vom Meinungsforschungsinstitut eine Karte bekommen mit der Telefonnummer. Und auf dieser Karte ist ein Feld und da tragen Sie bitte Ihren Interpreten und Ihren Titel ein. Und so wissen wir in etwa einer Woche, 10 Tagen, wer heute gewonnen hat. Und der wird dann auch nächstes Mal hier sein. Sie können also alle zu Hause jetzt noch tippen und rätseln und das Geld nochmal weglegen, das Sie verwettet haben. Wir werden es erst erfahren in der nächsten ZDF-Hitparade. Wir alle können nichts dafür, Herr Denninger kann nichts dafür. Es ist die Technik. Es ist schön, dass die auch Fehler macht. Also die Karten einschicken und allen anderen sei es gesagt, es hat überhaupt keinen Zweck, jetzt eine Postkarte zu nehmen und drauf zu schreiben, ich stehe aber auf Ibo oder auf Edo Zanki oder auf Howard Carpendale. Es sind ganz spezielle Karten und wir kennen die TED-Mitspieler. Also da lässt sich überhaupt nichts machen.
Ganz schnell noch ein Hinweis, bevor ich mich von euch verabschiede. Es tut mir leid, dass ihr jetzt auch warten müsst. Für euch ist es am schwersten. Sie gratulieren sich jetzt alle gegenseitig. Und wir sind... Und wir sind gespannt, wer am 13. November da ist. Ganz schnell noch ein Hinweis zum Schluss für alle Deutschrock-Freunde. Wenn ihr in der Nähe von Dortmund wohnt oder gerne nach Dortmund fahren wollt, wie wäre es denn mit Rockpop in Konzert am 3. November? Und auf dem Plakat ist auch zu sehen, wer dabei sein wird. Es gibt noch Karten, ein paar für die Dortmunder Westfalenhalle. Peter Maffay, Nena, Klaus Lage, also schwer was angesagt. 3. November, Westfalenhalle. Das war's für heute. Es tut mir leid, dass es so enden muss. Wir werden es erleben. Ich bedanke mich bei meinem Publikum hier. Schönen Abend zu Hause. Tschüss, bis zum 13. November. Aber ich muss Ihnen jetzt eine traurige Mitteilung machen, meine Damen und Herren. Es ist wirklich einmal passiert und wissen Sie, ich habe immer darauf gewartet. Einmal in diesen 11 Jahren, seitdem ich Moderator bin, muss es doch mal ganz einfach funktionieren. Und es ist wirklich passiert, unser Ted hat schlapp gemacht. Das heißt, zuallererst einmal die Frage an Herrn Denninger. Lieber Herr Denninger, was ist passiert? Ich grüße Sie, hallo. Hallo, Herr Hübner, ich grüße Sie. Viele Grüße nach Berlin. Ja, Applaus erstmal für Sie, denn ja, das gesamte Team, ich muss es erklären, wir zittern schon seit 20 Minuten. Ja, ich habe immer wieder versucht, dass es funktioniert, aber es klappt doch nicht. Was ist jetzt los, Herr Denninger? Ja, das ist das erste Mal seit 1979 sogar, seit es den Ted gibt. Das ist bisher noch nicht passiert. Es ist ja so, dass die Telekom die Daten sammelt in etwa 90 Anlagen, die in der Bundesrepublik verteilt sind. Und in Hamburg werden diese Daten zusammengefasst. Mhm. Und in Hamburg, der Computer, der dieses zu tun hat, der bugt. Da geht das nicht. Und dann kriegen wir leider auch keine Daten. Okay, das heißt also, wir müssen eine andere Lösung finden. Jetzt erstmal Ihnen herzlichen Dank. Ich darf Sie heute schon in den Feierabend schicken mit einem tüchtigen Applaus nochmal. Dankeschön. Früher als sonst. Ich weiß, dass Ihnen jetzt selber das Herz blutet. Ja. Hamburg, schönes Stichwort. Dafür wird aber unser Tournee dann alles funktionieren. Wir machen es jetzt so, meine Damen und Herren, ganz einfach. Wir kehren quasi zu einer alten Methode zurück. Sie sollen uns Postkarten schicken. Das geht an folgende Adresse. Hier ist die ZDF-Hitparade 55 100 Mainz. Der Einsendeschluss ist der kommende Dienstag, der 14. März. ZDF-Hitparade 55 100 Mainz. Einsendeschluss ist der Dienstag, der 14.03.2000. Wir haben eine Riesenbitte an Sie. Seien Sie so fair, meine Damen und Herren, auch die lieben Fangemeinden. Bitte geben Sie immer eine Stimme ab. Wir werden natürlich die Unterschriften ganz genau kontrollieren. Da gab es früher einige Skandälchen, die wollen wir nicht haben. Ach, wenn wir uns da hinsetzen und einige Stündchen brauchen, bis wir das dann alles ausgezählt haben. Wir achten ganz genau darauf, dass keine Manipulationen vonstatten gehen. Es wird ein bisschen Arbeit, aber wir werden uns da für Sie gerne ins Zeug werfen. Und ich nehme jetzt ganz einfach mal, ich kriege da gerade gesagt von den Kollegen, wahrscheinlich klappt es. Ich habe neue Freunde gefunden und zwar die von T-Online und ich denke, die werde ich gewinnen können, dass wir auch im Internet, da müssen Sie einfach jetzt mal die nächsten Tage drauf achten, im Internet auch noch eine Abstimmung machen werden. Die wird dann sicherlich keinen Einfluss haben auf das Endergebnis, aber ich werde die Kollegen ganz einfach bitten, dass wir da auch noch eine Abstimmung starten, denn Internet ist seit dem letzten Grand Prix, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ein heißes Thema. Internetfernsehen macht richtig Spaß, konnte ich am eigenen Leibe erleben. Damals war ich nämlich beim Grand Prix hinter den Kulissen. Ja, und so traurig das ist, ich würde ganz einfach sagen, allen Kollegen, die heute im Wettbewerb standen, die jetzt dem entgegengefiebert haben, die kriegen nochmal einen tüchtigen Applaus vom Publikum hier in Berlin. Es tut uns natürlich leid. Stehen jetzt alle da hinten, machen ziemlich betröppte Gesichterchen. Wollten sicherlich, vor allem die Fans hier aus Frankfurt angereist, für Vicky, Jens Bogner Fans hier alle geschrieben haben, Gigi Anderson und so weiter. Also es wollten viele natürlich ihren großen Sieger sehen, hat aber nicht funktioniert. Ihr Anruf ist gezählt. Bitte auflegen.